Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ritzen 2. Ja, ich habe wieder mein Mikrofon-Einstellung rumgemacht, wie es hier schon in der letzten Folge gesehen hat. Ich denke mal, so sollte das jetzt besser sein und auch lautstark, dass meine kräftige Stimme euch gut erreicht. Ihr wisst es ja. Ja, wir waren auf dem Weg, die Expedition, beziehungsweise mittlerweile denke ich eher wahrscheinlich den Rest oder die Leichen der Expedition aufzusammeln. Ich habe auch die Hoffnung, dass irgendjemand mal davon eine Karte droppt. So. Feuervogel, Feuervogel und Feuervogelfedern. Ich meine, die ganzen Sachen, wo wir da finden, das ist ja eigentlich wirklich, guck mal, noch ein Lagerfeuer. Das ist ja eigentlich wirklich nur für Voodoo gedacht, oder? Ich meine, einen anderen Sinn haben die ja eigentlich fast gar nicht. Es ist sehr traurig. Oh, guck mal, Eingeborene. Mit denen können wir bestimmt reden. Hallo. Takapo, Fremder. Diese Gewässer sind gefährlich. Was stimmt damit nicht? Dort lauert die Bestie. Die werden wir töten. Bist du schon immer hier im Dschungel gewesen? Ich wüsste auch keinen Ort der Welt, der mir lieber wäre, Gucho. Hab ich mir schon gedacht. 50 Gold? Ist nicht viel, aber hallo. Ich suche eine Truppe der Inquisition. Hast du sie gesehen? Die Blauröcke sind im Dorf. Geh links um den See. Dort führt ein Weg hinauf. Alles klar. Was ist das für eine Bestie? Der Alligator. Er lauert im Morast und ist geduldig. Und wenn du ihm zu nahe kommst, schnapp und du bist tot. Ich würde sagen, den töten wir. Scheint ja ein Mordsvieh zu sein. Sieh, Gucho. Es ist die größte und gefährlichste Bestie, die seit vielen Sommern hierher kam. Alles klar. Ich werde die Bestie töten. Ich sehe, du bist ein Krieger. Das ehrt dich. Takapo, Gucho. Die Bestie ist stark. Werd's mir merken. Ich würde sagen, wir töten die hier easy. Was macht ihr hier eigentlich? Jeden Tag fischen wir und bringen unseren Fang zum Maracaiwa. Ich trage diese Aufgabe, wie einst mein Vater. Was für ein Leben. Das scheint dir zu gefallen. Chi, jeder hat eine Pflicht. Jeder ist wichtig. Das ist doch süß. Heißt. Ono Palava. Ich muss das Mikrofon, glaube ich, doch wieder ein bisschen runterstellen. Ich glaube, ich kann das niemals fixen. Wenigstens minimal. Moment. So müsste es gehen. Ich bin schrecklich, ich weiß. Ich werde irgendwann die perfekten Mixe-Einstellungen finden. Ach, das ist der Alligator. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Wir machen erstmal diesen Affen hier tot. Gut gemacht. Hey. So, wir speichern ab. Ich bin bei dir. Das ist die Bestie. Helf mir mal. Die hat wohl keine Bock, sich zu bewegen, also dann schlage ich halt auf sie ein. Okay, jetzt hat sie Bock. Wow, war ja echt heftig. Nicht mal was gedroppt, oder? Ah, doch, hier, warte, Moment. Yay! Zähne, ey! Da hinten ist noch was, da gehen wir gleich noch entlang. Die Bestie ist tot. Die Bestie im See ist tot. Ich bin beeindruckt von deiner Stärke. Tawonga, Gucho. Jetzt können wir endlich wieder fischen. Hier, damit kannst du bestimmt etwas anfangen. Schatzkarte erhalten. Ohohoho. Das würde mir wahrscheinlich viel bringen. Maracay. Auf der Karte markieren. Jetzt haben wir komischerweise auch eine Karte. Na klar, die Schatzkarte. Hihi. Da hinten. Ja,
Wir sind also hier hoch, da war der Tempel, dann sind wir hier entlang. Ah, die Map ist ja eigentlich schon riesig, also das Gebiet haben wir so größtenteils. Hoch, da wartet noch einiges auf uns, glaube ich. Das kann noch was werden. Wenn wir hier entlang gehen, dann kommen wir wahrscheinlich hier irgendwo ist das Dorf. Hier ist auch noch irgendwas und da müssen wir definitiv noch nachher hin. Wir gehen jetzt erstmal hier drum. Auf jeden Fall haben wir noch ordentlich Arbeit vor uns. Das ist klar. Das ist sogar sehr klar. So, mal sehen, mal sehen. Da war eine Truhe, die habe ich schon vorher erspäht. Also meine Augen sehen Truhen auf 4 Kilometer Entfernung. Gar kein Problem. Hey, Moment, Entschuldigung, mein Handy ist leider noch auf laut. So. Goldklee. Schädelblüte. Markibeere. Ich würde gerne mal alle unsere Pflanzen irgendwie in Heiltränke und alles Mögliche umwandeln, weil für was sammle ich den ganzen Mist überhaupt? Ich meine, wir haben bis jetzt null Verwendung dafür und das macht mich schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Und wir haben hier einen Tempel. Das ist wahrscheinlich einer dieser 4 Tempel, wo wir die Masken hinbringen sollen, oder? Müssen wir die Masken eigentlich erst finden oder haben wir die schon? Jetzt speichern kurz ab. Oder müssen wir nicht die Masken finden, sondern einfach die Ghule dort töten? Höchstwahrscheinlich meint er das damit, oder? Wir speichern nochmal. Und wurde gerade nochmal gespeichert. Hier liegen jede Menge Leichen von Eingeborenen und Weißen. Seltsam, sie haben gar keine Kleidung an. Die nackten Leichen. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ich möchte nicht in seiner Haut... Ja. Oh, Gottes Willen, habe ich mich gerade erschreckt, ey. Das habe ich gar nicht erwartet. Oh Gott, wir haben sie ausgesperrt. Hilfe! Patty, hilf mir! Minus 1. Jetzt kurz warten, bis wir ein bisschen mehr Leben haben. Also 1, 2. Sobald er mit beiden Händen schlägt, können wir angreifen, wie es aussieht. Oder auch nicht. Lass mich in Ruhe. Hör auf damit, ich muss Leben regenerieren. Okay, ich muss den Inventar, es tut mir leid. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ja, jetzt kommst du. Willst du mich eigentlich verarschen? Die will mich verarschen. Gerade eben warst du noch ausgesperrt und auf einmal bist du da. Wo hast du dich versteckt? Ich möchte nicht. Ja, ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Entschuldigung. Hallo, Ratte. Lass mich Grabstellung betreiben. Speichern. Hat er was dagegen, wenn ich das mache? Da hat er bestimmt nichts dagegen, oder? Goldzepter schon aufgrund des Goldes sehr viel wertvoll. Und schade ist. Mein Gott, das ist brutal viel wert da drin. Deine Haut würde ich nicht stecken, Haut nicht stecken, bla bla, Alter. Mir fehlt das passende Ding dafür. Ich möchte nicht ins... Die Frage ist, wo finden wir die Maske denn? Wo könnte die Maske sein?
Hat sich jetzt irgendwas geändert? Nö. Was ist, wenn ich den Hebel drücke und dann durchrenne? Aber warum sollte man das tun? Naja. Wir müssen erstmal den Gegenstand dafür finden. Ich weiß zwar nicht, wo wir diese goldene Schale finden. Ich meine goldene Maske, aber irgendwie. Irgendwo wird sie schon sein. Wahrscheinlich in einem Dorf oder irgendjemand hat sie geklaut oder sonst was. Wir speichern ab. Map. Ja, wir gehen jetzt einfach mal random irgendwo entlang, weil ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo wir genau hin müssen. Es hieß zwar zum Dorf, links um den See, aber mehr nicht. Wir gucken mal, wie viel Ruhm haben wir eigentlich jetzt wieder? 10.815. Ha, also schlecht ist es nicht. Klingen will ich auf jeden Fall auf 6 bringen, weil wenn wir den auf 6 haben, kostet sogar nur 4.000, weil wir 1 nur durch Kamm mit dem Zinken haben. Das ist gut gemacht, dass es uns jetzt keine 5.000 kostet, sondern 4.000. Heißt bei, wenn ich hier 8.000 muss ich investieren. Was, warum so viel? Oh mein Gott, teuer. 8, 9, 10, 11, 12.000 brauchen wir, dann können wir Kling auch noch eins hochbringen. Und dann bin ich eigentlich relativ zufrieden. Härte müssen wir auch mal demnächst hochskillen, dass es, ja, damit wir nicht ganz so viel auf Schaden bekommen von allem. Ich bin halt immer noch auf Diebstahl, Diebstahl, Diebstahl. Weil ich denke mir halt das Gold, ich meine, wie viel Gold haben wir gerade? 2.000. Man braucht das Gold halt einfach. Ich weiß gar nicht ohne Diebstahl, wie ich überhaupt an Gold kommen soll. Weil viel kriegst du ja nicht. Sind ja alle geizig. Er wirft mich mit Nüssen, seht ihr das? Ja, das war's. Vielleicht sollten wir doch mal ein paar Komponenten verkaufen, die wir nicht brauchen, weil das Voodoo... Ich habe zu viel da rein investiert, muss ich sagen. Ich habe wirklich gehofft, dass wir mit den Tränken mehr machen können, aber bis jetzt geht ja wirklich rein gar nichts. Ja, natürlich. Er dreht sich zu Patty um, ich will hinter ihn und er dreht sich um, bam, gibt mir einen Hit. Wow, das war schwierig. Saphir Goldbrocken nehmen wir natürlich mit. Die Goldbrocken, die... Unser Inventar ist auch vollgestopft mit denen. Ich glaube, wir haben schon 70 oder 80 Stück davon. Wenn die jetzt mal ein bisschen mehr wert wären, dann wäre es das auch mehr wert. Das ist schön. Die greifen eh nur mich an. Ich hasse die Viecher so sehr. Ja. Kurz chillen, nicht, dass wir hier sterben. Patty, hilf mir, ich bin hilflos ohne dich. Mach sie fertig. Danke. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. So. Ah, schon wieder so ein Panther, ey. Immerhin geben die gute Erfahrung. Und Dodge. Oh, habt ihr das gesehen? Einfach totknüppeln. Patty, mach was.
Patty, mach doch mal was. Was ist los mit dir? Hilf mir, er tötet mich. Hilfe! Oh. Patty, Mann! Oh, Gott sei Dank. Oh. Gut gemacht, du hast mich fast getötet, Mann. So, Blutwurzel. Mich überkam es gerade ein bisschen, es tut mir leid. So. Wir haben jetzt genau 10.53 Uhr in Wirklichkeit. Und heute, einfach nur damit ich das in Erinnerung behalte und vielleicht irgendjemand das mal irgendwann anguckt und sagt, ja, oh mein Gott, daran kann ich mich erinnern. Heute ist der Tag, wo komplett, glaube ich, deutschlandweit, war das Deutschland? Ja, es ist deutschlandweit, die Sirenen getestet werden. Heute um 11 Uhr, also in 7 Minuten. Und ich werde natürlich davor die Folge beenden, ganz normal. Ich habe das natürlich perfekt ausgerechnet, von dem Timing her. Aber dann könnt ihr euch ja in den Kommentaren darüber unterhalten. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ich weiß, das ist das Spektakel des Jahres, aber... So. Kralle, Zähne, Kralle, Zähne. Was haben wir hier? Pokopilz. Sowas hätte ich gern. Muss auf meinem Balkon stehen. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir da hier? Was haben wir da hier? Wir speichern ab. Ich glaube, wenn das Let's Play durch ist, dann habe ich einen Terabyte Speicherstände auf Risen 2. Mindestens. Ach, hier ist das Dorf. Schamanen gefunden, oder was? Was geht hier? Erstmal deine Truhe klauen, würde ich sagen. Schleichen. Bevor wir mit dem reden, beklauen wir ihn erstmal so. Das macht immer einen guten Eindruck. So, also das sind die ersten zwei. Dann rüber, rüber. Okay, das wird ein bisschen komplizierter, glaube ich. Rüber, 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 rüber. Oder auch nicht. Wenn es das nicht wert ist. Kette des Jägers, Ritual plus 10. Verkaufen. Proviant, wow. Trank des Rituals, wow. Und zwar, ja, das ist ja da. Gott sei Dank haben wir den beklaut. Also, ich hätte gar nicht gewusst, dass wir ohne dieses Material hätten alles machen sollen. Hi. Wieder ein neues Gesicht. Bist du ein Hoshi, Fremder? Oder willst du auch nur zerstören? Wie die anderen Guchos? Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund der Shaganumbi. Ein Hoshi der Shaganumbi ist auch ein Hoshi der Marakai. Aber ich werde dich beobachten. Du bist Fremden gegenüber ganz schön misstrauisch. Zwei Guchos kommen zu den Marakai. So prophezeit es. Die Legende. Der eine ist ein Hoshi, ein Freund. Der andere Kabuki, der Feind. Darum sehe ich sie mir genau an. Okay, ich bin natürlich der Freund. Was ist das für eine Legende? Die Legende sagt, Kabuki bringt den Tod. Hoshi geht durch das Feuer und vertreibt den Tod durch die Macht der Hike, unserer Ahnen. Verstehe. Du erkennst deine Freunde also an ihren Taten. Hm. Warum lebst du nicht im Dorf? Vor langer Zeit war ich selbst Shaka der Marakai. Aber ich habe meine Aufgabe einem Stärkeren übergeben und widme mich nun den Voodoo-Künsten. Ziemlich trostloses Leben. Trostlos ist das nur für diejenigen, die nicht sehen können. Hier draußen bin ich ungestört und näher bei den Hike. In dem Ahnengrab vor dem Dorf habe ich nackte Leichen gefunden. Es waren zwei Eingeborene dabei, aber die meisten waren weiß. Das ist mir ein Rätsel, Gucho. Es gab wohl Bambule zwischen Marakai und Piraten. Ja, wahrscheinlich. Kannst du mir dein Voodoo beibringen? Dein Voodoo ist stark.
Du kannst von mir lernen. Bring mir Voodoo bei. Das ist alles Müll. Lass mich mal an den Voodoo-Kessel. Rezepte für Schafblickpaste. Was macht das eigentlich? Ach, das war das mit der Bruschette und so ein Kack. Das ist voll useless. Klar, wow, ich könnte das bei alles plus 4 machen. Aber ich will das nicht. Ich will lieber Diebstahl und so ein Kack machen. Ja, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, das ist doch ein wunderschöner Ausblick und gut für die Ende der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid da wieder dabei. Und bis dahin euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, das Mikro hat nicht zu sehr übersteuert. Aber danke fürs Einschalten. Bis dann.